Wichtige Änderungen für Witwenrentner ab Juli 2024. Das müssen Sie unbedingt wissen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Rentenanpassung zum 1.7.2024 ist brandaktuell. Wir haben heute den 15. Juni 2024. Wir bekommen auf Rentenbescheid24.de ganz, ganz viele Anfragen rein, auch zum Thema Witwen- oder Witwerrentner. Und insbesondere da auch noch mal eine Bitte an uns: Können Sie bitte uns noch mal zusammenfassend sagen, was sich zum 1. Juli 2024 ändern wird? Wir haben zu diesem Thema Ende April 2024 schon einen Beitrag auf rentenbescheid24.de veröffentlicht. Ich werde zu diesem Thema auch noch mal einen neuen Beitrag schreiben und diesen dann auch mit diesem Video verlinken. Also, das soll es gewesen sein mit der Vorrede. Starten wir einfach mal in die Änderungen, die es im Juli 2024 für alle Rentnerinnen und Rentner, die eine Witwenrente bekommen, geben kann oder auch geben wird. Fangen wir einfach mal an. Meine Damen und Herren, es ist in der Diskussion, dass die Einkommensanrechnung an die Witwenrente oder Witwerrente geändert werden soll. Deutschland hat, das wissen wir nun, einen erheblichen Arbeitskräftemangel und die Einkommensanrechnung an die Witwenrente ist nach § 97 SGB VI aus meiner Sicht erwerbsfeindlich ausgestaltet. Das bedeutet also, dass viele Witwen oder Witwer automatisch dann, wenn sie eine Witwenrente beziehen, ihren Job, ihre Arbeitszeit reduzieren, damit geringeres Einkommen haben oder ihren Job generell beenden, weil sie eine Einkommensanrechnung an ihre Hinterbliebenenrente befürchten. Meine Damen und Herren, das ist nicht gut und deshalb denkt der Gesetzgeber über einen höheren Einkommensanrechnungsfreibetrag bei der Witwenrente nach § 97 SGB VI nach. Ob und wann ein solcher Einkommensfreibetrag, ein höherer, kommen wird, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, aber ich finde es schon mal prima, dass der Gesetzgeber zumindest über diese Frage mal nachdenkt. So, und jetzt starten wir tatsächlich in die wichtigsten Änderungen, die zum 1.7.2024 kommen werden. Also, das ist ganz klar, Witwenrenten als Teil der gesetzlichen Renten werden um 4,57% erhöht. Das heißt also, zum 1.7.24 gibt es für rund 5 Millionen hinterbliebenen Rentner in Deutschland eine Rentenerhöhung. Wie die Rentenerhöhung dann individuell bei Ihnen ausfällt, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen, aber die Bruttorenten werden um diese 4,57% erhöht. Ja, dann steigt der Einkommensfreibetrag bei der Witwenrente steigt auf 1.038,05 €. Dieser Einkommensfreibetrag ist ein bundeseinheitlicher Freibetrag. Ja? Also es wird hier nicht mehr unterschieden zwischen Ost und West. Das finde ich schon mal prima. Diese 1.038,05 € Nettoeinkommen entspricht einem Bruttomonatseinkommen von 1.730 €. Also jetzt wissen Sie ungefähr, was Sie brutto monatlich verdienen können, damit dieses Bruttoeinkommen oder das daraus resultierende Nettoeinkommen nicht an Ihre Witwen- oder Witwerrente angerechnet wird. Einkommen der Witwen oder Witwer werden grundsätzlich, so ist der Grundsatz, aus dem Vorjahr angerechnet. Der Grund dafür ist relativ einfach. Der Gesetzgeber geht immer davon aus, dass dieses Einkommen, das Vorjahreseinkommen in der Regel geringer ist als das laufende Einkommen. Sollte es kein Vorjahreseinkommen geben, wird das laufende Einkommen zur Einkommensanrechnung herangezogen. Ja, dann steigt natürlich auch der Kinderfreibetrag bei der Einkommensanrechnung auf 220,19 € monatlich zum 1.7.2024. Das ist auch wiederum ein bundeseinheitlicher Freibetrag, aber dieser gilt nur dann, wenn das Kind des Betroffenen oder der Betroffenen, der Witwe oder des Witwers auch selbst Anspruch auf eine Waisenrente hat. Und im Übrigen kann ich Ihnen auch schon sagen, Waisenrenten werden auch um diese 4,57% ab 1. Juli 2024 angepasst. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine Neuerung, die haben vielleicht viele von Ihnen noch nicht so auf dem Schirm. Ab dem 1.7.2024
kann es für den einen oder anderen Witwer oder Witwe einen Extrarentenzuschlag bis 7,5% geben. Und zwar für diejenigen von Ihnen, deren Hinterbliebenenrente, Witwen- oder Witwerrente zwischen 2001 und 2018 begonnen haben und der verstorbene Ehegatte bei seinem Tode selbst keine Rente bezogen hat oder ein bestimmtes Lebensalter nicht erreicht hat. Meine Damen und Herren, dieser Extrarentenzuschlag wird erstmals zwischen dem 10. Juli und dem 20. Juli 2024 ausgezahlt. Die Extraauszahlung ist nur bis Ende November 2025 befristet. Ich habe zu diesem Thema auch schon ein Video gedreht und auch einen entsprechenden Beitrag geschrieben, warum der Extrarentenzuschlag generell nur befristet bis November 2025 gezahlt wird. Die Zahlung Ihres Extrarentenzuschlags, wenn Sie mit dabei sind, erfolgt auf Ihrem Konto unter dem Stichwort Rentenzuschlag. Dann können Sie das zuordnen. Sie erhalten diesen Zuschlag zur normalen Witwen- oder Witwerrente extra ausgezahlt. Das läuft also vom Juli bis November 2025 so. Dann noch etwas ganz wichtig für Witwen oder Witwer. Also es gibt keine Anrechnung des Extrarentenzuschlags an die Witwenrente. Wer als Witwenrentner oder Witwerrentner aus eigener Rente, also aus eigener Altersrente oder Erwerbsminderungsrente, auch diesen Extrarentenzuschlag bis 7,5% erhält, muss keine Befürchtung haben, dass dieser Zahlbetrag an ihre Witwen- oder Witwerrente angerechnet wird. Das ist eine Sonderregelung, die gilt nur bis November 2025. Also die ist befristet, meine Damen und Herren. Die normale Einkommensanrechnung Ihrer Altersrente an die Witwenrente oder Witwerrente, die läuft aber ganz normal mit der erhöhten Rente ab Juli 2024 weiter. Aber der Extrarentenzuschlag wird nicht noch zusätzlich an Ihre Witwen- oder Witwerrente angerechnet und verringert diese auch dadurch nicht. Das ist eine ganz wichtige Information für Sie. Meine Damen und Herren, auch die unfallhinterbliebenen Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus der gesetzlichen Unfallversicherung, SGB VII, werden auch um 4,57% ab Juli 2024 angepasst. Dazu erhalten Sie selbstverständlich von Ihrer Unfallversicherung oder über den Postrentenservice dann die entsprechende Anpassungsmitteilung. Ja, meine Damen und Herren, des einen freut, des anderen leid. Ja, so ist das leider nun in Deutschland. Wer von Ihnen eine Witwenrente oder Witwerrente bekommt, muss ja immer damit rechnen, wenn er auch parallel dazu Bürgergeld bezieht oder Grundsicherung im Alter hat oder Wohngeld hat, dass diese Witwenrente an das Bürgergeld als Einkommen angerechnet wird. Erhöht sich die Witwenrente zum 1.7.2024, ist klar, wird selbstverständlich auch der erhöhte Betrag an das Bürgergeld, an die Grundsicherung im Alter und ans Wohngeld angerechnet. Meine Damen und Herren, das sind die Neuerungen, die wichtigsten Neuerungen zum 1.7.2024 in Sachen Witwen- oder Witwerrente. Ich habe nur erstmal aus unserer Sicht die wichtigsten Dinge hier erfasst und Ihnen hier in diesem Video dargelegt. Es gibt sicherlich auch noch andere wichtige Änderungen, aber meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein zu diesem Thema. Ich hoffe, Sie kommen klar mit der Übersicht und wenn Sie Fragen haben oder Kommentare haben, schreiben Sie einfach uns in die Kommentare rein. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.